Herzlich willkommen aus Kaiserslautern, herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe Rolf hier. Wir beschäftigen uns heute mit der Frage, welche Probleme ergeben sich aus dem demografischen Wandel für die öffentliche Verwaltung. Vor über 20 Jahren titelt der Spiegel mit der letzte Deutsche. Einige aber demografischer Wandel, Thema in den Medien. Heute herrscht hier eher eine Vogel-Strauß-Politik. Digitalisierung steht im Mittelpunkt. Scheinbar ist der demografische Wandel gelöst, doch das ist bei weitem nicht so. Dramatisch wird sich das in den nächsten Jahren auswirken auf das Land, aber auch auf die öffentliche Verwaltung. Und da schauen wir jetzt mal genauer hin. Wie lautet die Zukunftsmusik im Hinblick auf die Zahl der Erwerbstätigen? Naja, die Zahl der Erwerbstätigen wird in den nächsten 10, 15 Jahren dramatisch in Deutschland sinken. Es gibt verschiedene Prognosen, zumindest sind sich die Experten einig. Wir reden hier von mehreren Millionen sogenannter Babyboomer, die in den Ruhestand bzw. in Rente gehen. Die öffentliche Verwaltung ist damit betroffen, dass Pi mal Daumen etwa 30% auf Bund, Land und kommunaler Ebene in Pension, Ruhestand gehen werden. Aber da generell die Zahl der Erwerbstätigen sinkt, wird der heute schon bestehende Fachkräftemangel, geschätzt werden etwa 330.000 offene Stellen allein beim öffentlichen Dienst, aber nicht nur dort, wird der Fachkräftemangel in den nächsten Jahren noch erheblich zunehmen. Zweite Herausforderung im öffentlichen Dienst: wird in den nächsten Jahren der Anteil der älteren Beschäftigten sein, denn der wird erstmal noch in den nächsten Jahren steigen. Das Durchschnittsalter in den Verwaltungen wird steigen. Und damit einher wird dann die Frage sein, wie kann man die Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit der älteren Beschäftigten sichern? Wie gelingt es, mit einer älteren Belegschaft den digitalen Wandel zu vollziehen? Dies werden sehr spannende Herausforderungen sein, vor denen die öffentliche Verwaltung steht. Die dritte Herausforderung wird die Frage nach dem Wissensverlust sein. Denn wenn natürlich zahlreiche, um nicht zu sagen Millionen Menschen, im Sinne von Personalabgängen die Ämter verlassen, dann wird damit ein gewaltiger Wissensverlust einhergehen. Und die Frage ist, wie kann ich zumindest diesen Wissensverlust verringern? Man wird ihn ja nicht 100% ausgleichen können. Aber wie kann ich zumindest dafür sorgen, dass möglichst viel Wissen in der entsprechenden Verwaltung bleibt? Die vierte Herausforderung ist die Mitarbeiterbindung, ein Faktor, der in den letzten Jahrzehnten im öffentlichen Dienst keine sonderliche Rolle spielte, denn man tritt in den öffentlichen Dienst, sprich in eine Stadtverwaltung, Kreisverwaltung, Gemeindeverwaltung, Landesamt und so weiter und so fort ein und bleibt da die nächsten, ja, was soll ich sagen, 40 Jahre. Aber jetzt stellt sich eine ganz andere Diskussion. Zum einen ist die Perspektive bis 67, aber das andere ist vielmehr, dass aufgrund des Fachkräftemangels sich natürlich für bestimmte Beschäftigtengruppen, IT, Architekten, Kita, Pflege, um nur einige Beispiele zu nennen, sich auf einmal ganz neue Perspektiven ergeben. Das heißt, ich kann sowohl aus der Verwaltung in die Privatwirtschaft wechseln, ich kann aber auch genauso gut von Amt A nach Amt B wechseln, beziehungsweise von Kommunalverwaltung zur Landverwaltung, zur Landesverwaltung, von der Landesverwaltung zur Bundesverwaltung und so weiter und so fort. Das heißt, ich muss mir auf einmal als entsprechend Verwaltung X Gedanken machen, dass wenn ich schon das Problem habe, Fachkräftemangel, dass ich zumindest nicht noch meine herausragenden Mitarbeitenden verliere. Die Karten werden auch gelegt im Hinblick auf moderne Arbeitskultur. Das ist die fünfte Herausforderung durch den demografischen Wandel. Dadurch, dass die Generation der Babyboomer verstärkt in Ruhestand, Pension geht, drängt eine neue Generation an junger Mitarbeitender in die Verwaltung, die teilweise gänzlich andere Vorstellungen davon haben, wie man heute zusammenarbeitet. Da sind die Stichworte agile Verwaltung, da sind Stichworte wie Hierarchiefreiheit, wie Vernetzung, wie Projektarbeit, wie Werte, wie Sinn, die beispielsweise jetzt hier das andeuten, dass es hier darum gehen wird, einen Kulturwandel in den Verwaltungen einzuleiten. Denn ansonsten wird das Problem sein, wie gewinne ich diese Generation. Und damit sind wir natürlich am sechsten Punkt tatsächlich der Mitarbeitergewinnung, jenseits auch der Generation Z. Denn das eine ist diese junge Generation, nach der natürlich alle gieren, aber hier muss sich jeder fragen, warum müssen es denn immer nur junge Mitarbeitende sein? Was ist denn mit 40-Jährigen, mit 50-Jährigen, die auf einmal Perspektive bis 67 zu arbeiten haben? Auch da wird man überlegen müssen, wie gestalten wir denn Mitarbeitergewinnung jenseits dieser Generation Z? Wie öffnen wir uns für andere Generationen, die eben nicht mehr nur jung und knackig sind? Die siebte Herausforderung wird sein, Ausbildungsplätze zu besetzen.
Denn alle werden jetzt um diese Generation Z oder wie auch immer man sie marketingtechnisch dann beschreiben wird, gieren. Man wird darum kämpfen, jeder, ob jetzt öffentliche Verwaltung oder Unternehmen. Und die Frage wird sein, wie kriege ich diese jungen Menschen, wie besetze ich die Ausbildungsplätze und gerade auch in vermeintlich unattraktiven Berufen. Hier stellt sich die Frage auch, wie sieht denn Personalmarketing der Zukunft aus? Kann man diese juristisch ordentlich schön beschriebenen veröffentlichten Stellenanzeigen, kann man die so beibehalten oder muss man hier nicht wesentlich attraktiver agieren? Und das letzte oder ein weiterer und nicht nur der letzte Punkt, sondern der achte Punkt, aber es ließen sich sicher weitere Problemfelder anführen, der achte Punkt wird die Frage nach Nachwuchsführungskräften sein. Wo kommen denn all die Nachwuchsführungskräfte her, wenn in den nächsten Jahren viele Entscheidungsträger in den Ruhestand gehen? Hat man denn quantitativ und qualitativ überhaupt entsprechende Nachwuchsführungskräfte im eigenen Haus, beziehungsweise gelingt es einem, sie außerhalb zu rekrutieren? Das sind acht wichtige Problemfelder, die sich aus dem demografischen Wandel für die öffentliche Verwaltung ergeben. Konntet ihr aus dem Video Honig saugen? Wie sieht es in eurer Verwaltung mit der demografischen Veränderung aus? Wie habt ihr euch personell aufgestellt? Schreibt doch bitte eure Kommentare unterhalb des Videos. Bleibt gesund ansonsten, bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal und vielen Dank fürs Schauen. Salut, Rolf.